Hallo, ich möchte euch jetzt ein Tutorial zeigen, in dem man bei Gmod Ballons machen kann. Drückt man, erstmal wird man hier die Toolgun, drückt man Q, geht unter Construction auf Ballons. So, da kann man jetzt hier so seine Farbe auswählen, was man möchte, wie der Ballonspieler aussehen soll. So, dann kann man den hier an irgendwelche Gegenstände machen. An diesem wunderschönen Schrank hängt man dran, weg ist er. So schnell kann das gehen, also. Das Ding ist echt, also der Ballon, der ist echt was gebrauchen. Ich benutze ihn sehr oft. Zack, wenn man Gegenstände einfach nur weg haben will. Drückt man, macht man einfach nur einen Ballon dran und zack, wegfliegt das. Oder einen wunderschönen Chefsessel. Und was auch folgt, ist, wenn man jetzt einfach mal, wie weit man die Dinge auch machen kann. Geh mal an die andere Ecke der Map, kann jetzt da oben einen Ballon machen. Das ist echt verrückt, wie weit die Technik heutzutage ist. So, und da kann man auch noch seinen Spaß mit den Dingern haben. Nehmen wir mal eine andere Farbe, ein bisschen individuell sein. So ein schönes Pussy-Grün. Und machen wir ganz viel auf eine Stelle. Ganz viel auf eine Stelle, jetzt letztes schon, und nehmen ganz einfach nur und dann, ha, weg sind sie, folgt oder ihre ganzen Fetzen, sehr realistisch, ja, das war es eigentlich auch schon von meinem Tutorial. Ich bedanke mich, dass ich als Gast dieses Tutorial machen durfte bei Playfast TV und, und das war's dann auch schon. Viel Spaß beim selber machen von Ballons. Es ist nicht kompliziert, wie gesagt, einfach nur die Toolgun auswählen. Q gedrückt halten unter Construction, sucht der Ballons, sucht euch hier die Farbe aus. Und drückt einfach nur linke Maustaste. Da könnt ihr so viele machen, wie ihr nur lustig seid, aber Feinde werden sich irgendwann beschweren, wenn ihr mit denen zusammenzockt, das kenne ich gut genug. Also, ich wünsche euch viel Spaß und tschüss, bis zum nächsten Mal.